Petra Trullala, der Suppenkasper hier nochmal. Ja, bei meinen fortführenden Arbeiten musste ich ja dann feststellen, dass ich einen Link, eine Verlinkung zu dem Pop-Video, also dass selbst eine Betrachtung des Pop-Videos, von dem ich da rede, leider nicht mehr möglich ist, weil der Kanal des Herrn Pops wegen schweren Verstößen, wegen angeblich schweren Verstößen gegen die Community-Richtlinien, haben sie den mal jetzt schon kurz aus dem Verkehr genommen. Der ist nicht mehr sichtbar. Also die Videos vom Andreas Pop und der Kanal vom Andreas Pop ist Sabbat. Da kann ich nichts mehr hin verlinken. Schade eigentlich. Ich hab's jetzt zur Wissensmanufaktur rübergeschoben. Naja, das wird ihn da auch mehr oder weniger erreichen. Aber ich wollte nur noch mal die Richtigkeit meiner Angaben, dass eben mit der Informationsverbreitung und Freiheit in Deutschland ganz schwierig geworden ist, wa? Dass der Pop da zwar jetzt in unserem alternativen Medium, habe ich es ja hier genannt, dieses angeblich pseudo-alternative Medium, also angeblich alternativ und in Wirklichkeit ist es pseudo-alternativ. So wird jetzt ein Schuh draus. Ja. Da darf er denn schon nicht mehr sagen, was er zu sagen hatte. Sollte uns das zu denken geben oder stimmt uns das eher gleichgültig? Andererseits, ich meine, auf der einen Seite bestärkt das natürlich auch die Glaubwürdigkeit der Person Andreas Pop. Andererseits kann ich nur darauf verweisen, dass ich da mir nicht hundertprozentig sicher sein würde. Da kann ich nur jedem von abraten, weiterhin die Augen offen zu halten, weil ob das in der DDR, in der politischen Szene oder auch in der Studentenbewegung in Westdeutschland, Drogenmilieu 70er, 80er Jahre, es war immer schon ganz normale Strategie der Staatsregierung, des Systems, auch Informanten und V-Leute natürlich mit zu verhaften und erstmal mit Strafen zu belegen, also nach außen, dass es so aussieht wie eine Strafe, um sie unverdächtig erscheinen zu lassen, gell? Also ich meine, da ist ja der Ken Jebsen im Prinzip ein Vorbild, dass er beim Brandenburger Rundfunk rausfliegt. Aber ja, im Prinzip eigentlich auch nur mit dem Vorsatz, eben alternatives Medium zu werden und eben Leute, die da nicht mehr Radio hören, eben trotzdem bei der Stange zu halten. Also das ist sein Job, das ist ja kein alternatives Medium, was er da betreibt, sondern es ist ja absolutes Mainstreaming, was er da betreibt. Da müssen wir so ehrlicher mal sein, zu uns selbst und auch zu Herrn Jebsen, wa? Kleiner Nachtrag noch, musste sein, ich halte es mal kurz, damit das Hochladen nicht so lange dauert. Tschüss, wir hören uns sicherlich. Bumm, Peace und Om.